Das ist das Verrückte, dass ich immer, ich ziehe jetzt nochmal ein tausendfach erwähntes Beispiel, auch wenn ich das immer wieder wiederhole. Die Wiederholung ist wichtig. Wenn du abends als Ariane ins Bett gehst, aber ich sage, du gehst jetzt als Mensch, der du zu sein glaubst, legst du dich hin und du willst gern schlafen und du kannst nicht schlafen. Du willst schlafen, was ist schlafen? Augen zu und weg, Danke, nichts mehr ja. denken. Und du kannst nicht schlafen, obwohl du das doch willst. So viel zum Thema freier Wille. Solltest du zuerst einmal dir als Beobachter bewusst machen, wieso kann ich, also das, was ich jetzt der Mensch, der ich zu sein glaube, wieso schläft der nicht ein? Und wenn dir sagen, weil dich irgend so ein Arschloch permanent mit Problemen zuquatscht, musst du mal Obacht geben, was alles passieren kann, was du tun musst. Aber hast du schon mal genau aufpasst, wer das ist, der dich da nicht schlafen lässt? Wer quatscht da laufen in dir? Ist das nicht deine eigene Stimme? Ist das nicht die Stimme, Gedankenstimme von dem Menschen, der du zu sein glaubst? Ist das nicht schizophren? Ist es nicht hochgradig schizophren, wenn ich sage, dass ich schlafen will und quatsch mich im selben Moment laufen mit Problemen zu? Erst wenn du jetzt die zwei, der schlafen will und der sich mit seiner eigenen Stimme im selben Moment zuquatscht, wenn du beides zu was Beobachteten von dir magst, dazu musst du aber was anderes sein. Du musst wirklich ein Beobachter werden, der was anderes ist. Was du feststellen, wie schizophren der ist. Und ich sage dir jetzt, dass das ich bin. Ich rede in deiner Stimme zu dir, solange bis du dieser Beobachter wirst und feststellst, du bist diese zwei Brüssel sind was Ausgedachtes von dir. Der Quatschende und der sich das anhören muss.